Wurst hat er jetzt nicht neu. Wurst hat er neu. Ja, wann ist denn eigentlich Bexbach Stadt geworden? Ja, wir haben jetzt 2 Jahre die Gebietsreform und schon 5 Jahre sind wir Stadt. Mensch, also, wie die Zeit vergeht. Ne? Also echt. Im Mittelalter hatte das adlige Geschlecht der Ritter von Beckensbach in diesem Ort seinen Hof und sein festes Haus. Die Entwicklung der Stadt Bexbach steht seit alters her in engem Zusammenhang mit dem Bergbau. Die fortschreitende Industrialisierung schuf aus dem bisherigen Dorf einen modernen Ort. Den größten Betrieb stellt heute die BBC mit einer Lehrwerkstatt und vielen Arbeitsplätzen. Die neue Stadt Bexbach entstand am Südhang des Höcher Berges 1974 durch Zusammenlegung der bisher selbstständigen Orte Frankenholz, Oberbexbach, Niederbexbach Klein-Ottweiler der Stadt Bexbach und Höchen. Im Jahre 1849 wurde eine der ersten deutschen Eisenbahnen in Betrieb genommen, die Strecke von Ludwigshafen nach Bexbach. Seit jeher war das Höcher Berggebiet verkehrsmäßig sehr gut erschlossen. Günstige Anschlüsse an das überregionale Straßennetz kennzeichnen auch heute die gute Verkehrslage der jungen Stadt. Zubringer zur B10 Karlsruhe und zur Autobahn nach Trier. Abfahrt der Autobahn Mannheim-Saarbrücken. Groß ist das Verkehrsaufkommen in der Stadtmitte. Mühsam versucht man durch Ampelschaltung den Verkehr zu bewältigen. Beängstigend für Autofahrer, gefährlich für Fußgänger und belästigend für die Anwohner quälen sich die Autoschlangen durch die enge Rathausstraße. An Markttagen ist das Verkehrschaos besonders schlimm. Ja. Diese Verkehrsmisere ist dann für viele, besonders für die Männerwelt, Anlass genug zu intensiven Gesprächen und für leidenschaftliche Diskussionen beim Markt und beim Stammtisch. Aber nicht zu Zeiten, als der Name entstanden ist. Das muss eine andere Bedeutung haben. Ja, und ich erkläre euch jetzt mal, wie das mit der Umgehungsstraße Bexbach ist. Nicht? Am besten holen wir da eine Karte. Und dann will ich euch mal das inzeichnen. Da wird ja viel gestritten. Zunächst einmal die Bauernwaldtrasse. Die ist jetzt hier beim Neuenkircher Wasserwerk ein, an der B10-Zuführung und endet bei Klein-Ottweiler. Es kam ins Gespräch die mittlere Nordtangente. Die hat diesen Verlauf um Bexbach rum, zwischen Oberbexbach und Mittelbexbach durch und kommt ebenfalls nach Klein-Ottweiler. Das dritte ist die heiß diskutierte Bahntrasse, die geht entlang der Bahnlinie und trifft ebenfalls hier an derselben Stelle ein. Die viel diskutierte. Wie das weitergeht, weiß ich nicht. Das wissen hoffentlich die Götter. Naja, hier ist das bayerische Sprichwort. Frag ich mal. Perl ist ein Grad hier. Musik. Das ist Musik. Müssen wir mal gucken. Musik. Musik. Komm, wir gehen gucken. Komm! Hier,
Ja, na. Das kommt. Das ist schön, hier jemand leid machen. Viele Hobbyfreunde finden Entspannung und Erholung bei schöpferischer Gestaltung. Der Kirchenchor probt für die Feier zu seinem 100-jährigen Bestehen. Des Bexbacher Künstlers Betz im Foyer der Höcher Berghallen. Im letzten Jahr wurden 3 große Hallen eröffnet, auch das Bürgerzentrum Frankenholz und die Glanhalle Höchen. Das ist schön und gut, ohne Zweifel, aber auch teuer und kostspielig, ganz gewiss. Woher das nötige Geld nehmen und nicht stehlen? Wie ist das mit der Berghalde? Wäre vielleicht ein geldspeiender Berg die Patentlösung? So abwegig und absurd ist diese Lösung der Finanzsorgen unserer jungen Stadt durchaus nicht. Stadtoberhaupt und Stadtväter erörterten ernsthaft das Durchschürfen der alten Schlackenhalde nach Kohlen und Metall, um aus den Geldsorgen endgültig herauszukommen. Realistischer sang dagegen im farbenprächtigen Blumengarten schon 1972 der Bexbacher Schulchor die philosophische Antwort: Ausgedehnte Waldgebiete laden in jeder Jahreszeit zu erholsamen Stunden ein. Den Blick nach draußen in die Welt haben die Bexbacher noch immer gehabt. Die Marinekameradschaft pflegt Tradition und durch sie hat die Stadt eine Patenschaft mit der Medusa, einer Schiffseinheit der Bundesmarine. Oberweg, stillgestanden! Front zur Flagge! Heißt Flaggen und Wimpel! Wie in alten Tagen, so auch heute in Bexbach im Blumengarten die Flaggenparade.